Dieser gesichtslose YouTube-Channel macht bis zu $280.000 im Jahr mit Shorts. Und das Beste daran, wir können das auch tun mit ganz einfachen Mitteln und KI. Wir wollen also 50 oder 100 Shorts machen mit Minecraft-Weisheiten. Natürlich kannst du das Thema anpassen, wie du willst. Ich habe das getestet mit Business-Fakten. Hat wunderbar geklappt. Wir sind jetzt in Canva. Oben in der Suche suchst du nach YouTube Shorts. Und dann klickst du am besten hier auf Canva Templates. Create a blank YouTube Short. Und wir wollen jetzt in unserem Fall ein eigenes Video hochladen, aber in deinem Fall kannst du hier zu, ich glaube, es ist bei Apps besser, dann Videos. Dann kannst du suchen nach zum Beispiel Pferde, irgendwas Inspirierendes. So, eigentlich recht schön sogar. Das Video nehmen. Je nachdem, ob du Canva Pro oder nicht hast, sind dir einige davon kostenpflichtig. Das ist jetzt ein kostenloses, aber es lohnt sich schon, den Pro-Account zu haben von Canva. Okay, wir wollen jetzt aber in unserem Fall jetzt nicht mit Pferden, sondern ich habe jetzt unter Uploads Videos ein einziges Video in Canva zum Minecraft hochgeladen. So, da haben wir das Video drin als Hintergrund. Was wir jetzt wollen, ist die inspirierenden Texte drüber blenden und die bestehen aus Titel, Teil 1 und Teil 2. Okay, also ich kann hier unter Text ein Heading draufziehen, als Font wähle ich Bernoru und Größe ungefähr so, vielleicht ein bisschen größer für den Titel. Zentriert hier oben, nicht zu weit oben, dass es überdeckt wird von Titeln und so. Heading und was wir jetzt machen, Effects, Background. Ja, gelb ist schön. Sonst hätte ich jetzt vielleicht weiß genommen. Gelb scheint mir okay. Gut, wir brauchen aber jetzt noch Teil 1 und Teil 2, also duplicate das. Und Teil 1. Hier nehmen wir Hintergrund weg. Nein. Beziehungsweise wir machen hier ein Outline. Outline in schwarz und Text in diesem Gelb vielleicht. Vielleicht noch ein bisschen heller für den Kontrast. Und ja, Thickness so ein bisschen, die schwarze Linie ein bisschen dicker, kann man es besser lesen. Was wir jetzt tun müssen, Achtung, wir verbreitern das bis zu dieser Hilfslinie, damit wir wirklich ein Textfeld haben, das Abgrenzungen hat links und rechts, damit es nicht zu breit wird, sondern schön umbricht. Wenn wir das haben, vielleicht die Größe noch ein bisschen kleiner. Ja, ich glaube, das scheint okay. Dann machen wir hier duplizieren. Und nenne das Teil 2. Okay. Das ist erstmal bereit für den Moment. Wir gehen jetzt zu ChatGPT, um diese 50 Minecraft-Weisheiten zu generieren. Ich habe da diesen Prompt. Ich pepp das unter diesem Video in die Beschreibung rein. Erstelle mir 50 Fakten in demselben Stil wie die untenstehenden Beispiele. Hier haben wir drei Beispiele. Und formatiere sie in eine Tabelle. Wobei eine Spalte das Thema, also den Titel, eine Spalte Teil 1 und eine Spalte Teil 2 darstellt. Wiederhole keine Fakten, diese sollten Minecraft-Fakten, Minecraft-Tipps. Natürlich musst du das jetzt anpassen an dein Thema. Sind das, wie in meinem vorigen Beispiel, Business-Tipps, Mindset-Tipps, Marketing-Tipps? Oder hast du ein komplett anderes Thema? Sie werden als Thema formatiert, dann Teil 1, Teil 2. Das ist wahrscheinlich ein bisschen überflüssig. Halte die Fakten fesselnd, polarisierend, übertrieben, manchmal
humorvoll und für alle oder bestimmte Personen in bestimmten Situationen nachvollziehbar. Die Lesestufe sollte idealerweise unter Klasse 7 liegen. Sie müssen auf Deutsch sein. Hier könntest du auch noch schreiben, wenn du das deutsche SZ nicht willst. Hier die drei Beispiele. Und was mein ChatGPT jetzt gemacht hat, ist diese Tabelle mit 50 Minecraft-Fakten. Natürlich hat ChatGPT nicht richtig gezählt und es sind 48, aber so ist das halt. Jetzt könnten wir das versuchen rauszukopieren hier. Dann gehen wir zu Canva zurück und hier gehst du wieder auf Apps und hier Bulk Create unter More from Canva und Enter Data Manually und hier die Tabelle hat schon was drin, Clear Table. Klicke auf das T. Ja, das hat nicht wirklich funktioniert. Alles in einer Spalte gemacht. Clear Table. Wir gehen zurück. Und wir verwenden hier Download Table. Dann speichern wir das. Save. Dann holen wir das. Ist ein CSV-File. Das ist das mit dem 1. Okay, wir gehen zurück zu Canva und anstatt gehen hier zu Upload Data. Die sind jetzt drin. Drei Felder, die drei Spalten. Direkt jetzt mit den Beispielen drin. Und jetzt müssen wir das verbinden mit diesen Feldern. Also wir klicken jetzt auf Heading, Rechtsklick, Connect Data, Thema, das soll der Titel sein. Teil 1, Rechtsklick, Connect Data, Teil 1. Wir sehen jetzt, es hat ein Rahmen und Blau, den Feldnamen hier. Dasselbe bei Teil 2 dann noch. So sind die Daten verbunden. Wenn das gemacht ist, müssen wir jetzt ein bisschen auch noch definieren, wann die Titel so erscheinen. Wir gehen nach Rechtsklick, Show Timing. Wir sehen jetzt also hier unten, Heading soll die ganze Zeit laufen. Dann kommt Teil 1. Teil 1, Showtiming. Oh nein. Timing. Heading. Okay. Heading Teil 1 und Teil 2 auch noch. Ich glaube, 13 Sekunden ist ein bisschen zu lang hier. Klicken auf das Video, hier oben auf die Schere und nehmen ein bisschen weg hier. Dann 12. 12 ist es jetzt. So, Heading Teil 1 und Teil 2 soll jetzt nach Teil 1 kommen. Okay. Aber ich mache es zuerst mal ein bisschen noch überlappend. Den Cursor da auf die überlappende Stelle, damit wir beide Texte sehen. Und wir klicken auf Teil 2 und schieben das genau über Teil 1, damit sie beide auf der gleichen Höhe starten. Und jetzt kann ich sie wieder auseinanderziehen, dass sie hintereinander erscheinen hier. Teil 1. Jetzt haben wir also, wir können das mal so spielen. Teil 1. Teil 2. Okay, dann stimmt das soweit, so gut für unser Experiment. Continue. Jetzt, welche will ich jetzt wirklich erstellen? Alle 48. Klick auf Generate 48 Designs. Und jetzt sehen wir hier 48 Videos hintereinander. Und wir können hier scrollen, wir können auch alle durchschauen, wir können, ja, ich schau mal bei einem rein. Neues. Warum mag der Schweinereiter keine Abenteuer? Er hat einfach keinen Bock. Yeah. Okay, wenn wir die für gut befunden haben, können wir sagen, oben rechts, Share. Und jetzt Download. Jetzt wichtig hier, Download Pages as separate files. Damit es
48 Videos macht für uns Upload. Jetzt generiert das diese 48 Videos für mich. Jetzt kann ich sagen, wo will ich das speichern? Und ich nenne das direkt jetzt Minecraft Videos. Hier habe ich jetzt also ein ZIP-File erhalten, Minecraft Shorts, Doppelklick, extrahieren. Und hier drin haben wir jetzt unsere 48 Minecraft Shorts. Die erste Version von Minecraft wurde in 6 Tagen entwickelt. Es brauchte dann 2 Jahre, um es fertigzustellen. Vielleicht müsste man das Schwarz um die Schrift größer machen oder wirklich noch den Background drin lassen oder einen grauer Background haben, damit die Lesbarkeit auf diesem Hintergrund jetzt gegeben ist. Wenn du jetzt einen Sonnenuntergang oder mehr Stimmung hast mit weniger Kontrast, sollte das aber gehen. Okay, jetzt kann ich die nehmen und in YouTube hochladen als Shorts. Wenn du das Ganze jetzt nicht einzeln alle 48 oder wenn du 100 machst, 100 Videos in YouTube einplanen willst, dann kannst du mit dem kostenlosen Account von make.com, Link unter diesem Video, eine kleine Automation machen, die das alles für dich tut. Das geht hin, holt alle Videos aus einem Dropbox-Ordner, macht eine Liste davon, geht dann durch die Liste, Video für Video hindurch, holt das Video von Dropbox, lädt es bei YouTube hoch und archiviert es in einem Archivordner in Dropbox, damit der Ursprungsordner am Schluss dann leer ist. Das heißt jetzt, das habe ich in einem anderen Video erklärt und solche Automationen erkläre ich sehr oft auf diesem Kanal. Du findest Anleitungsvideos, wie du die ersten Schritte damit machst. Aber es ist sehr, sehr einfach. Ich habe die Limite hier auf 50, weil ich 48 Videos habe. Und das geht jetzt im Ordner Transfer Smartphone Make. Die Videos suchen. Jetzt habe ich nur den Archivordner und diese 48 Minecraft-Videos in diesem Make-Ordner und hoffe, dass alles richtig verbunden ist und versuche das mal, ich lasse das durchrattern. Aber es wurde zu YouTube hochgeladen. Jetzt in YouTube, in diesem Account, ich hoffe, es hat den richtigen Account erwischt. Ja, kommen jetzt diese Minecraft Shorts langsam an. Sind schön getimed mit 4 Stunden Abstand. Die werden jetzt also hochgeladen. Es ist jetzt bei 13 schon von 48. Wurden jetzt also hier durchgereicht. Die sollten jetzt alle hier drin sein, wenn wir reloaden, mindestens 48 auch. Die sind jetzt alle eingeplant bis 2. Oktober und wir hoffen, dass das dann sehr viele Views gibt auf dem Kanal. Okay? Wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal and see you in the next video. Bye bye.